Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge, ach ja, ich sitze noch. In der letzten Folge haben wir, weiß ich nicht, den Hyde Park geräumt. Hier, da waren wir. Und jetzt sind wir in irgendeiner Schule. Suffolk County Charter School. Gehen wir da rein. Da draußen waren ein paar Ghule. Also werden da wahrscheinlich auch Ghule drin sein, ne? Was bedeutet easy peasy breezy? Easy peasy breezy. Gut. Ah. Also ich kann auch ein bisschen mit meinem Schwert rumfuchteln. In den meisten Fällen. Ich möchte mal irgendwann so ein Ghoul-Schwert. Hatte ich glaube so immer. So ein Gehstock hatte ich. So, au. Optimale Munitionssparung machen wir jetzt. Eine Kunstschule oder irgendwie sowas. Halt. Ach so. Ich dachte erst. Ja. Wäre wahrscheinlich Osqueen nach dieser Aufnahme hier ein paar Missionen für die Burschaft machen. Aber ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, hier für die Burschaft einige Siedlungen so viel aus erobern, sag ich mal. Ist ja egal, für wen das ist, oder? Mein Gott, warum hältst du so viel aus? Du bist nur ein wilder Ghoul, verdammt. Kein legendärer oder irgendwie sowas. Du hast mich nicht gedacht. Ah. Alter. Denkst du, du bist was Besonderes hier? Du hast keine Arme mehr. Jetzt noch wie immer dein Fleischwund. Der eine von Monty Python. Der hat 100 Erfahrungspunkte gegeben. Was? Na gut, keine Ahnung. Warum der auch immer so stark war. Oh, Aluminiumdose. Warte, Entschuldigung. Ich kann das nicht mehr aufheben. Was stand da jetzt? Verdammt. Guten Morgen, Lehrer und Schüler. Es ist ein herrlicher Mittwoch hier in der Suffolk County Charter School. Heute findet der Adventskuchenverkauf des Gesangsvereins statt. Also schaut doch vorbei und unterstützt unser Team, damit wir es in den regionalen Entscheid schicken können. Denkt daran, dass Backwaren auf dem Schulgelände verboten sind. Daher verkauft der Verein bunte Verpackungen, aus denen ihr eure Nahrungspaste essen könnt. Des Weiteren findet morgen in der zweiten Stunde eine Schulversammlung statt, in der Jangles der Mondaffe persönlich erklärt, was? Wie gefährlich Fremde sein können. Wir bedanken uns erneut bei unseren Wohltätern von Pamp dafür, dass sie es oh, uns ermöglichen, einen so großen Star zu unseren Kids sprechen zu lassen. Wir schulden es unseren Wohltätern, dass wir ihre Regeln genau einhalten. Einen schönen Tag noch. Euer Rektor Hudson. Jingles, der Mond dafür euch sind voll viele Dingens. Und viele Aluminium-Tablets, die brauche ich, um, ja, Aluminium. Aluminium ist klar irgendwie, ne? Dann sollte ich mich mal hier umschauen. Ich habe zwar schon meine Power Armor, auch hallo. Meine Power Armor voll hochgeballert, meine stärkste und. Aber ich habe ja noch mehrere. Also kostet irgendwie die Farbe und so was. Auch irgendwie Aluminium aus irgendeinem Grund. Nächster. Oh, Entschuldigung. Nehmen wir meinen Redaway? Ich weiß nicht. Nehmen wir meinen Redaway, bevor ich es bereue.
Mein Gott, tut das auch viel jetzt. So, Danze, stehst du noch mal drauf, wenn ich irgendwas hacke? Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich hier irgendwo ein Jengels der Mondaffe-Kostüm finde, ne? Geschafft. Würde ich so was von damit rumlaufen. Na, Lanze. Hey. Ich habe Technologie erweckt. Was? Wie macht er das? Ich habe Technologie erweckt. Lob mich. Wo zum Teufel ist denn der jetzt schon wieder? Ey. Wie macht er das? Ah. Oh, Entschuldigung. Oh. Oh, du gehst nicht auf mich los. Okay. Ich habe jetzt irgendwie nicht dran gedacht. Ma, ich nehme jetzt irgendwie jeden Scheiß mit, weil ich so viel tragen kann. Lebensmittelpastete, was gibt mir das denn so schrottmäßig? Was? Sag nicht, das ist Hilfsmittel. Was? Okay, das esse ich aber nicht. Oh. Die geben mir ja Aluminium, ne? Ja, Plastik, was? Oh. Was soll's? Aber irgendwelche anderen Dinger geben mir Aluminium. Weiß ich. So eine andere Tablette irgendwie. Ich meine, so eine Fabrik voller Tabletts drin gewesen, wo wir glaube ich schon mal vorher drin waren. Da habe ich alle eingesammelt, da habe ich voll viel Aluminium bekommen. So, oh, da war eine Hand drauf. Okay, dann nicht. Wo muss ich hin, um das verdammte Silver-Shroud-Kostüm abzugeben? Was? Weil diese Requisite, von denen sein Schrotgewehr oder Gewehr, was auch immer es ist. Ich habe das schon seit Anfang des Spiels irgendwie. Und ich kann halt nicht rausschmeißen, weil mit einer Quest in Verbindung steht. Aber wo finde ich denn mal endlich die Quest? Ich bin schon bestimmt 200 Stunden am Spielen. Wie schön. So. Kann nicht sein. Da kommt man raus. Okay, was? So. Oh. Roboter. Ach, es war nur ein Roboter. Ah, so viele Jets, die in meinem Klo versteckt sind. Oh, keine! Oh. Hier ist doch irgendjemand, ich sehe das schon. Ich riech das doch schon. Ich hab was gehört. Hi, na? Konter! Nein! Mein Gott, hat der ihn schnell über den Haufen geballert. Ausgezeichnet. Oh, technisches Dokument. Darüber freut sich der Proctor, welcher vielleicht oder vielleicht noch nicht Ingram heißt. Macht Sinn, dass er da drin war, ja. Oh, Lebensmittelpastete. Oh, Mr. Davidson Terminal. Entwurf! Ich weiß, es sind schon gekommen, alle Lehrer und Schüler zwingen nicht alles rosafarbene Schleim am Geschmack. Was?
Aber weder werden aus diesen rosa Pasteten werden zu Ghule irgendwie so. Die wurden ein bisschen rosa farben. Was sind denn rosafarbene Viecher? Ich laufe denen doch bestimmt hier irgendwie neu bei den Weg oder so, ne? Was gibt's denn für rosa Viecher? Supermutanten, nein. Nein. Weil die wissen wir ja, diese blau. Na, habt ihr aufgepasst? Gut, gehen wir da hoch. Irgendwie aber noch Ghule kommen, habe ich kaputt. Obwohl, die Ghule sind auch ein bisschen pink, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Wir haben vielleicht ein Problem. Overkill. Habe ich mir. Alter. Der Explosivschaden von dem Teil. Geschafft. Boah, der hat mich ein bisschen angeekelt jetzt. Ja. Lass mich. Nein, ich dachte technisches Dokument. Dann Aufzug? Was? Oh, viel zu viele Abzweigungen hier. Ich weiß gar nicht, wo ich als nächstes hingehen soll. Da nicht. Nach oben. Erdgeschoss. Nach unten. Okay. Oh, Entschuldigung. Habe da wieder rumgespielt. Hat sie gegen die Fresse geworfen. Brennt. Ausgezeichnet. Alles lief nach Plan. Ja, so ein bisschen ins Pink geht das schon. Oh geil. Fusionskerne, jawohl. Ich habe schon 100, glaube ich. Also volle. Also irgendwann geht's richtig ab. Ja, also schon. Wieso baller ich jetzt eigentlich wieder? Verschwende auch voll Munition damit. For good measure. Ich kann es ja jetzt mitnehmen. So, ich werde jetzt hier wieder aufschließen. Du wirst mich loben. Loben. Verdammter Dreck. Plattform, nein. Obsessed, nein. Brothers, was zum Teufel?
Was? Ja, ran. Overseas. Villagers. Nightly. Cool. Cool. Ach, komm. Du kannst gut mit Terminals umgehen. Ellen wäre beeindruckt. Nein. Wie konnte denn das passieren? Die geben kein Aluminium, also weg damit. Oder ich wollte gerade sagen, Paladin-Dans, nehmen die mit, aber die haut natürlich wieder ab, sobald die Arbeit ruft. Sind schon wieder die nächsten. Jetzt nehme ich schon wieder erst Beste mit. Ja, das war nicht so progressiv. So. Wo ist hier jemand? Und da bestimmt wieder so ein Boss-Ghoul irgendwo. Ach, hier bin ich wieder. Was? Okay. Das sieht mir jetzt nicht so aus, als ich alles gefunden. Irgendwo muss doch was sein. Nö. Bus. Hallo? Hey. Ja, voll die Zeitverschwendung. Na gut. So, haben wir jetzt hier alles erkundet? Ich weiß ja gar nicht. Ich glaub, da oben war noch irgendwas. Coca-Cola, nein. Spür den Kick von Coca-Cola. Aluminium, das brauche ich. So, irgendwas habe ich da hier noch. Ich habe mir Ladungsstoff gekauft, das null wiegt, aber wie ich nehme so einen Spielzeugtruck oder irgendwie sowas mit, ne? Auch schwierig. Okay, Beton brauche ich nicht. Damit. Dann habe ich neuen übermaßen. Will ich wissen, aus was dieses rote Zeug besteht. Langsam wird es ein bisschen offensichtlich. Aus Ketchup. Was zum? Mit deinen Knien musst du gehen. So, irgendwo da war ich noch nicht. So, ich komme da auch gerade hoch. Schon sagen, ich bin aber gerade voll hoch gesprungen, als wäre das nichts. Ich nichts anderes in meinem Leben gemacht. So, hier war ich noch nicht. Irgendwo muss doch noch ein Boss sein. Oder war diese eine eingesperrte? Ja. Aber der war eine Lachnummer. Der hat, glaube ich, nichts an Schaden gemacht. Oh, da sehe ich noch Leute. Ja. Irgendwie schon gedacht. Und da sieht schon aus, als wäre da durch, Mann. Was zum Teufel ist das denn? Schon mal gegen sowas gekämpft?
glaube schon, oder? Was ist das? Ich habe meinen Zombie-Killer hier. Welcher schreckliche Shotgunner ist. Was ein Tribut an Fallout 3 ist, weil da gab es eine einzigartige Waffe, die ist so. Ist nicht immer extrem schnell kaputt gegangen. Jetzt gar nicht gesehen, wie viel Erfahrungspunkte ich bekommen habe. Ich habe gerade irgendwann mit 100 Strahlung bekommen. Habe ich mir nur eingebildet. Was sehe ich da wieder was? Unaufhaltsam mit 4. Du willst darauf deine Chance von 1% den gesamten Schaden eines Angriffs vermeiden. Cool. Schulmitteilung. Das ist, glaube ich, ich kann da, glaube ich, nur 5 Dinger von finden, oder? Das Programm Kampf wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Ich werfe nur ungern das sorgfältig verpackte Pausenbrot eurer Mütter weg, aber wir müssen da konsequent sein. Vertraut mir, ihr werdet euch an den Geschmack der Paste gewöhnen. Außerdem wurde mir mitgeteilt, dass je nach Erfolg des Programms weitere Geschmacksrichtungen folgen werden. Wie aufregend. Das Programm PAM wurde diese Woche erfolgreich, aber nicht ohne Startschwierigkeiten ins Leben gerufen. Jegliche beobachtete Nebenwirkung ist definitiv psychosomatischer Natur und könnte durch mangelndes Vertrauen in die Regierung verursacht sein. Denkt daran, die PAMP-Teilnahme hilft nicht nur unserer Schule, sondern langfristig auch unserem Land. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Rektor Hudson. Ja, währenddessen tut die sich wahrscheinlich über 3 Sterne Zeug reinziehen. Oh, Entschuldigung. Wenn die so Grütze essen. Na, sie sind noch Gegner irgendwo. Wo auch immer. Machen wir noch schnell fertig. Okay. Dann haben wir ja ab. Ich sage noch, du Kacke. Charisma und Intelligenz. Sehr gut. Davon habe ich mehrere Sachen. Die benutze ich irgendwann zum Shoppen und all sowas. Wie soll ich schleppen die Klamotten, wenn ich irgendwie die Bruderschaft-Mission mache? Weil ich muss ja neue Leute überreden, ne? Guck ich mal. Das wär's. So, hier sind noch ein paar Gegner. Wo sind die alle? Ich meine, ich bin ja eigentlich fertig. Hallo, wo kommt ihr denn her? Headshot. Hi, was geht? Mein Gott. Warum benutze ich mein Kackschwert, wenn ich das hier habe? Also wäre fertig. Ja. Haben wir Magazin gefunden. Also nicht für eine Wackelpuppe oder irgendwie was anderes Neues, was das toppen könnte. Aber ich beende jetzt hier den Part. Weil ich renne hier noch ein bisschen rum, gucke, ob ich was finde. Aber sonst würde ich dann sagen, dass hier, dass wir hier, also ich hier Schluss mache. Mein Gott. Wieso habe ich einen Moment lang vergessen, wie man sich nochmal verabschiedet? Noch eine Lunchbox. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.